Also man lernt einfach viele Menschen kennen, die auch in den Journalismus wollen. Mit manchen freundet man sich auch an. Und es ist auch immer schön, wenn man in andere Medienhäuser kommt, ja, einfach mal Leute zu treffen, die auch da waren. Ja, man darf nicht warten, dass jemand einen entdeckt, sondern im besten Fall entdeckt man sich selber und genau, greift so ein paar Instrumenten. Ich kann den Nachwuchs total nachvollziehen, das sind wirklich Sorgen, die man hat am Anfang, weil es eben nicht so eine sichere Branche ist, aber also wirklich, alle, die es ernsthaft wollten, sind auch untergekommen und ich finde, das ist doch eine gute Botschaft. Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und ich stelle euch jeden Monat einen Medienprofi vor, der euch Einblicke in seinen Lebenslauf gibt. Mein heutiger Gast ist Laura Diaz. Sie ist Journalistin und Social Media Redakteurin. Nachdem sie ihre Journalistenausbildung beendet und die verschiedensten Medienbereiche ausprobiert hat, war sie Redaktionsleiterin bei ZDF Digital und arbeitet heute beim ZDF in der Social Media Abteilung. Ich spreche unter anderem mit ihr über ihre Tätigkeitsfelder bei ZDF und ZDF Digital, ihre Verbindung zu der Journalistenschule IFP und die Auszeichnungen, die sie für ihre Arbeit schon bekommen hat. Am besten seid ihr übrigens über den Podcast informiert, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Da bekommt ihr immer alle Tipps der Gäste kompakt zusammengefasst, hübsch zum Ausdrucken und Aufhängen gestaltet. Und ihr könnt dort abstimmen, aus welchen Medienbereichen ihr in Zukunft einen Profi kennenlernen möchtet. Alle Infos und den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Hallo Laura, schön, dass du heute Zeit für mich hast. Stell dich unseren HörerInnen doch gerne mal selber vor. Wer bist du eigentlich? Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Laura Diaz, ich bin 31 Jahre alt und arbeite als Social-Media-Redakteurin beim ZDF und habe vorher bei ZDF Digital gearbeitet und davor mal auch bei einer Zeitung, aber ich denke, dazu werden wir gleich noch kommen. Ja. Genau, aber wir fangen mal bei deinem Studium an. Du hast nämlich Sozialwissenschaften und politische Kommunikation studiert. Welche Fähigkeiten hast du da gelernt, die dir heute in deinem beruflichen Leben weiterhelfen? Also wenn man Geisteswissenschaften studiert, ist es schon so, dass man auf jeden Fall ein, ich würde sagen, breites Wissensfeld erlernt. Was mein Studium mir beigebracht hat, ist das logische Denken, auch in gewisser Art zu recherchieren, in die Tiefe zu gehen. Ja, und Dinge zu hinterfragen, also vor allem gesellschaftspolitische Fragestellungen einfach sich nochmal genauer anzuschauen. Du hast dann ja auch während deines Studiums eine studienbegleitende Ausbildung bei der katholischen Journalistenschule IFP gemacht. Wie ist das überhaupt zeitlich zu vereinbaren? Ich meine, so ein Vollzeitstudium ist ja voll stressig und wie hast du das zeitlich geschafft? Rückblickend gebe ich dir recht, kann ich es manchmal auch gar nicht fassen. Wo ist der Biss und diese Motivation hin, die ich noch mit Anfang 20 hatte? Nein, es ist sehr gut zu machen. Die Seminare und auch die Praktika finden in den Semesterferien statt. Also das direkt vorneweg. Das heißt, das Studium muss nicht drunter leiden, wenn man es gut vereinbart. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also für mich war es eine ganz tolle Zeit, die sehr lehrreich war. Und ja, ich gebe zu, an ein, zwei Stellen, es ist natürlich schon ein bisschen fies, wenn die anderen Kommilitonen, Kommilitoninnen, ich sag mal, in den Semesterferien ja, umherreisen oder chillen oder so, wo man selbst da irgendwie ein Praktikum macht. Aber ja, es ist wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung gewesen. Also ich kann es nur empfehlen. Okay, cool. Also machbar, aber Freizeit leidet ein bisschen. Ja. Okay. Und wie stehst du heute noch zum IFP? Also habt ihr noch irgendwie Kontakt oder? Ja, das Tolle beim IFP ist, dass man auch als Alumni, also wenn man die Ausbildung oder auch das Volo, man kann auch Teil seines, also die theoretische Grundlage seines Volontariats da auch machen. Man kann auch Fortbildung über das IFP machen. Also ich sag mal, egal in welchem Verhältnis man zum IFP steht, hat man die Möglichkeit, immer als Alumni auch aktiv zu bleiben. Und tatsächlich, also ich habe, das sind jetzt bald fast 10 Jahre, ich habe 2012 meine Ausbildung angefangen dort. Also genau, und auch 10 Jahre später bin ich eigentlich, fühle ich mich zumindest noch sehr verbunden mit dem IFP.
Also ich habe noch mit anderen IFP-Lern zu tun. Das ist natürlich immer schön im Sinne des Netzwerks. Also man lernt einfach viele Menschen kennen, die auch in den Journalismus wollen. Mit manchen freundet man sich auch an. Und es ist auch immer schön, wenn man in andere Medienhäuser kommt, einfach mal Leute zu treffen, die auch da waren. Also ich habe das jetzt auch beim ZDF. Es war so ein bisschen zufällig, hatte ich jetzt neulich auch eine Kollegin getroffen und irgendwie kamen wir aufs Gespräch und sie war auch beim IFP. Und das ist natürlich, also mal schön, ne? Ja, klar. Dann würde ich jetzt auch direkt auf deine Arbeit bei ZDF und bei ZDF Digital zu sprechen kommen. Du hast 2017 bei ZDF Digital angefangen. Das ist ja ein Medienbereich, den man als ZuschauerIn eigentlich gar nicht so bewusst wahrnimmt, weil ihr da ja eher im Hintergrund arbeitet. Aber eigentlich seid ihr auch total der kreative Ort, an dem Medien gemacht werden. Kannst du mal selber vielleicht erklären, was genau ZDF Digital ist und was ihr da macht? ZDF Digital muss man sich so ein bisschen als innovative Keimzelle vorstellen. Das heißt, ZDF Digital ist formal eine Tochter, beziehungsweise eigentlich sogar eine Enkeltochter des ZDFs. Genau, es ist ausgelagert und genau dort entstehen ganz viele Produkte, ich sag mal innovativer Art, also von Social Media bis App bis Virtual Reality. Genau, dadurch ist das ein sehr junges Unternehmen. Also schon ein bisschen vom Spirit. Ich kann es beurteilen, weil ich hier jetzt in beiden Häusern war, schon ein bisschen anders als das ZDF. sehr viele junge Kollegen und genau, dort entstehen ganz viele Produkte, also digitale Produkte, die dann einfach später eben auch bei öffentlich-rechtlichen Marken ausgespielt werden. Also bei ZDF Digital, ich war in der Social-Media-Abteilung und dort betreuen oder dort sind Angebote betreut worden wie ZDF Info, Arte, die ZDF heute, Bares für Rares, 37 Grad, also ganz viel Social wurde da eben auch gemacht, weil das, das ZDF an sich einfach natürlich auch gut aufgestellt ist hinsichtlich Social Media, aber manchmal einfach auch ein bisschen Support braucht und genau, es ist eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen beiden Häusern und ja, deswegen war es für mich auch ein sehr spannender Einblick. Ich hatte ja gesagt, ich hatte ursprünglich, also nach dem IFP, 2 Jahre Zeitung gemacht. Also war so ganz klassisch, kam ich eigentlich aus dem Printbereich und bin dann auch über Umwege zu ZDF Digital gekommen. Ja, und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema digitaler Journalismus und digitaler Storytelling. Wie bist du bei ZDF Digital gelandet, wenn das über Umwege passiert ist? Auch das ist eigentlich so mit Blick auf, wie manchmal, ich sag mal, Karrieren oder Werte oder wie so ein Werdegang manchmal verläuft. Nicht immer ist alles planbar. Ich wollte eigentlich schon sehr früh Journalistin werden. Ich habe gemerkt, es gibt gefühlt immer 2 Lager. Die einen, die Quereinsteiger, so nenne ich sie mal. Oder die irgendwie über die Seite reinkommen, was auch voll okay ist und die auch glücklich werden. Und dann gibt es, glaube ich, die Kandidaten und Kandidatinnen, die schon immer in den Journalismus wollten. Zu dieser Gruppe zähle ich. Also ich wusste schon so mit 14, 15, habe ich glaube ich schon das erste Praktikum gemacht. Ich wusste recht früh, dass das so der Arbeitsbereich ist, der mich interessiert. Genau, habe mich aber immer bei Print gesehen. Dann nach dem Studium und nach dem IFP habe ich dann angefangen, bei einer Zeitung zu arbeiten. Und ja, war auch eigentlich sehr happy da 2 Jahre lang. Und konnte mir eigentlich auch nicht so richtig was anderes vorstellen, außer Reportagen und lange Geschichten. Und bin so ein bisschen, auch ein bisschen durchs Private. Ich wollte ins Rhein-Main-Gebiet. Okay. Ich komme ursprünglich aus NRW und habe vorher in Köln gewohnt. Und ich wollte ins Rhein-Main-Gebiet aus privaten Gründen und habe mich ein bisschen umgeschaut, was gibt es denn da für Medienhäuser und auch für Medienstandorte. Und bin tatsächlich auf ZDF Digital gekommen, wie du ja schon meintest, von außen gar nicht so ein Medienhaus, das man jetzt unbedingt kennt. Oder ich wusste im ersten Moment auch nicht, was hat das damit auf sich. Ja, und habe mich da einfach mal beworben und bin so da gelandet. Und überhaupt dann bin so den Weg gegangen von Zeitung zu Social Media. Ah, cool. Aber was waren denn deine Aufgaben bei ZDF Digital? Als ich dort angefangen habe, habe ich wirklich so, ich will nicht sagen bei Null angefangen, aber erstmal so, okay, was ist Social Media, was ist Instagram, was macht man auf Facebook? Das heißt, ich habe angefangen, vor allem für Arte, ganz klassisch so Social Media Inhalte zu konzipieren. Also ich habe mir überlegt, was für eine coole Insta-Story oder
Das wäre ein cooles Erklärstück für Facebook. Genau, und habe dann echt sehr, sehr viele Konzepte geschrieben und sehr viel recherchiert. Und genau, bin dann quasi immer mehr so ins Strategische. Also weniger, ich will nicht sagen weg von der Praxis, das stimmt nicht ganz, weil natürlich ist auch Strategiepraxis, aber im Sinne von ein bisschen weg vom Alltagsgeschäft. Das heißt, mit der Zeit habe ich dann mich mehr für interessiert für so übergelagerte Fragestellungen. Also was ist überhaupt Erfolg auf Social Media? Oder wie sieht generell gutes Storytelling aus? Was muss ich machen, damit die User und Userinnen nicht weiterklicken? Also in die Richtung habe ich mich dann im Laufe der Zeit bewegt. Ja, eine Sache, die man bei dir auf jeden Fall noch herausheben sollte, du wurdest für deine Arbeit ja auch schon mit den unterschiedlichsten Preisen ausgezeichnet. Ach komm, jetzt hör auf. zum Beispiel den Konrad-Duden-Preis oder die Auszeichnung 30 unter 30 des Magazins Medium, wo jedes Jahr NachwuchsjournalistInnen ausgezeichnet werden. Wie wichtig ist sowas? Also jetzt generell nach außen und auch für dich persönlich? Also ich sag mal so, natürlich ist es immer schön, vor allem wenn man noch Nachwuchs ist, ist es immer schön, wenn man gesehen wird und wenn die Arbeit auch anerkannt wird. Das motiviert natürlich auch einen weiterzumachen. Vor allem ist Journalismus ja eine Branche, die nicht immer ganz einfach ist. im Sinne von auch mit Jobs und Festanstellungen. Ich glaube, alle wissen, die sich ein bisschen mit auskennen, alle wissen, was gemeint ist. Insofern ist sowas immer sehr schön, aber man kann auch ein ganz toller Journalist oder eine ganz tolle Journalistin werden, wenn man keinen einzigen Preis gewonnen hat oder keine Auszeichnung. Also da darf man sich auch einfach nicht so viel drauf einbilden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nett, das ist so ein bisschen die Sahne oder die Kirsche auf der Sahne. So. Genau. Aber das ist nicht das Brot- und Buttergeschäft, um mal kulinarisch zu bleiben. Ja, was aber, und da würde ich schon alle bestärken, was schon wichtig ist, ist eine gewisse Art der Vernetzung, also sich ein Netzwerk aufbauen. Für sowas ist sowas wie zum Beispiel Top 30, unter 30 oder auch andere Arten vielleicht von Auszeichnungen. Für sowas ist es ganz gut, wenn man bei solchen Veranstaltungen andere Menschen trifft, die im, ja, auch im Journalismus tätig sind, meistens sogar im selben Alter. Und das ist dann schon sehr schön, wenn man sich dann kennenlernt und auch mal Leute kennt, die in anderen Medienhäusern arbeiten, um auch mal da zu fragen, hey, wie sieht es bei dir aus? Was sind vielleicht gerade deine Probleme? Also wenn man es so im Sinne der Vernetzung sieht, ist es toll, aber wie gesagt, kein Grund, abgehoben zu sein. Und wie werden solche Preisverleiher auf einen aufmerksam? Bewirbt man sich da als Journalistin oder kommen die auf einen zu oder wie kann ich mir das vorstellen? Na, also da möchte ich auch alle an alle appellieren, wartet nicht, bis man euch entdeckt. man hat immer die Vorstellung, also ja, natürlich, es gibt auch den Fall, dass man vorgeschlagen wird. Es gibt sogar auch Preise, wo man nur vorgeschlagen werden kann. Also, ne, wo man sich nicht selber bewerben kann. Aber was ich sagen will, ist, nein, ich finde, da muss man sich auch nicht für schämen oder es muss einem auch nicht peinlich sein, wenn man sagt, hey, ich finde das eine tolle Sache, ich würde da irgendwie gerne als Kandidatin oder ich würde gerne meinen Hut in den Ring werfen. Also ruhig auch, ich sag mal, ältere Kollegen und Kolleginnen oder vielleicht auch so Mentoren oder Mentorinnen, die man im Laufe der Zeit hat, auch gerne drum bitten. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das hätte ich nicht auch gemacht. Also ich habe auch immer geguckt, ich habe auch immer um Support gefragt und ich glaube, ein bisschen dreist, sag ich mal, ein bisschen egoistisch, muss man auch sein, wenn man irgendwie ein paar Dinge erreichen will. Also ja, man darf nicht warten, dass jemand einen entdeckt, sondern im besten Fall entdeckt man sich selber und greift so ein paar Instrumenten. Ja, um es also ganz diplomatisch zu sagen. Ja, ich bin da voll bei dir. Welche drei Tipps würdest du denn jungen Menschen geben, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen und selbst in die Medien bzw. in den Journalismus wollen? Also mein erster Tipp ist tatsächlich ganz viel Praxiserfahrung sammeln, so viel Praxiserfahrung wie es geht. Also tatsächlich sich früh für Praktika oder Hospitanzen bewerben, freie Mitarbeit. Also tatsächlich erfahrungsgemäß Studium ist eine wichtige Sache oder auch eine gute Ausbildung. Also das Handwerkszeug ist wichtig, aber am Ende hilft es einem wirklich sehr, wenn man
einfach wirklich viel Arbeitserfahrung schon hat, auch schon im, ich sag mal, jungen Alter. Das wäre mein erster Tipp. Also ran ans Mikro oder ran an die Tasten oder ran ans Smartphone. Also aktiv werden. Ich muss kurz überlegen. Mein zweiter Tipp ist tatsächlich, Angebote und Programme anzunehmen und wahrzunehmen. Vor allem, es gibt ganz viele tolle Angebote für junge Medienmacher und Medienmacherinnen. Ja, die hat man manchmal gar nicht auf dem Schirm, aber es lohnt sich. Also ob es von Stiftungen ist oder von anderen Institutionen, da muss man manchmal vielleicht ein bisschen recherchieren, aber es gibt oder Journalistenreisen, auch für junge Medienmacher. Und also das würde ich empfehlen. Das heißt, einfach gucken, was gibt es für Angebote, auch schon für junge Menschen und die dann anzunehmen, weil das sind echt ganz tolle Sachen, die da für Journalisten angeboten werden. Ja, ach, mein dritter Tipp ist, glaube ich, so ein ganz persönlicher, und zwar nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn es mal nicht läuft. Also, wie schon gesagt, manchmal kommt es ganz anders, als man denkt. Das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Das heißt, ich weiß nicht, es ist schön, wenn man sagt, hey, zum Beispiel, ich liebe Radio und ich liebe Podcasts. Das ist toll, wenn man weiß, wofür man brennt. Aber man sollte sich dann nicht verschließen, wenn vielleicht eine andere Möglichkeit sich auftut. Und was ich sagen will, ist, ich glaube, die Balance zwischen einer gesunden Portion Ehrgeiz, aber auch eine gewisse Flexibilität zu behalten, macht, glaube ich, einen ganz glücklich. Weil es ist wirklich keine Branche, in der man alles planen kann. Das geht schon beim Standort los. Ich wohne ja jetzt in Mainz. Das hätte mir vor ein paar Jahren schon auch keiner gesagt. Ich habe gar keinen Bezug zu dieser Stadt. Ich bin wirklich wegen des Jobs hier, weil das ZDF halt hier ist. Mhm. Na, sowas. Also ja, insofern auch da einfach Flexibilität mitbringen und das wird schon. Ich habe echt viele Freunde, die ich schon sehr lange kenne, die auch in den Journalismus wollten. Und aus denen ist allen was geworden, was richtig Gutes. Und ich weiß noch, wie viele Sorgen wir uns gemacht haben, so vor 10 Jahren. So, wir werden niemals einen Job finden und wir werden davon nicht leben können. Das waren wirklich große Sorgen, die man sich da gemacht hat. Deswegen, ich kann Junge, also den Nachwuchs total nachvollziehen. Das sind wirklich Sorgen, die man hat am Anfang, weil es eben nicht so eine sichere Branche ist. Aber also wirklich, alle, die es ernsthaft wollten, sind auch untergekommen. Und ich finde, das ist doch eine gute Botschaft. Auf jeden Fall. Auf Wunsch noch eine Frage oder vielleicht eine Frage aus der Community. Hast du vielleicht noch einen Extra-Tipp, wenn man speziell in den digitalen Journalismus möchte? Ja, vielleicht ein Tipp im Sinne von, man muss nicht selber ein total erfolgreicher Influencer sein. Das verwechseln viele oft. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, die Social-Media-Bubble und die Entwicklungen zu beobachten. Na, klar, man sollte, wenn man sich dafür interessiert, das im besten Fall auch privat konsumieren. Aber man muss wirklich nicht selber 40.000 Follower haben oder 40.000 Fans. Ich glaube, manche denken, sie müssten selber schon total erfolgreich sein im Netz, um überhaupt in die Richtung arbeiten zu können. Also das stimmt nicht. Und tatsächlich ist es so, meine Beobachtung ist, dass vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medienhäusern viele junge Menschen mit Digitalexpertise gesucht werden. Das heißt, wenn man sich dafür interessiert, sollte man am besten auch direkt das ansteuern. Okay, cool, danke. Und zuletzt kommen wir dann noch auf deine Live-Veranstaltung zu sprechen. Da geht es ja auch um deine Zeit beim IFP. Am 29. Mai in der Medienwerkstatt Bonn. IFP, das journalistische Stipendium, heißt die Veranstaltung. Was erwartet die TeilnehmerInnen dort und wer sollte sich dort anmelden und warum? Ja, also genau, ich werde ein bisschen was über das IFP erzählen, also über meine 3-jährige Ausbildung, die ich dort hatte. Das heißt auf jeden Fall viele Insider-Tipps. Nein, ein paar Tipps zur guten Reportage, zum Bewerbungsgespräch, auch was man davon hat. Also man kann mich auch alles fragen. Ich werde mein Wissen teilen und tatsächlich biete ich es auch gerne an. Das habe ich so noch gar nicht gesagt, das ist jetzt ganz exklusiv hier, aber ich biete auch an, auch im Nachgang gerne über den Lebenslauf zu schauen. Also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mitmachen, können auch gerne, entweder sogar im Vorfeld, aber vielleicht sogar besser im Nachgang, mir auch gerne
ja, ein paar Proben schicken. Also ich schaue mir gerne Lebensläufe an, gebe Tipps. Ja, ich kann natürlich nicht, ich muss ein bisschen aufpassen, das soll ja auch ein fairer Wettbewerb bleiben. Ja, ich kann jetzt keine Reportage oder so schreiben, ist auch gar nicht Sinn und Zweck, aber ich biete ernsthaften Support an. Also wer daran teilnimmt, kann auch gerne im Nachgang auch noch auf mich zukommen und ich unterstütze gerne, wo ich kann. Ich finde das mega cool. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast und dass ich dich mit meinen Fragen löchern durfte. Gerne. Am 29. Mai ist Laura Diaz zu Gast in der Medienwerkstatt Bonn. Im Live-Talk IFP, das journalistische Stipendium, spreche ich mit ihr unter anderem über die studienbegleitende Ausbildung und das Stipendium der Katholischen Journalistenschule. Und natürlich nehmen wir jetzt auch ganz viel Zeit, eure Fragen zu beantworten. Wenn ihr also dabei sein möchtet, dann meldet euch einfach über den Link in den Shownotes an. Diesmal gibt es auch wieder einen Rabattcode, mit dem ihr wieder einen Freund oder eine Freundin kostenfrei mitbringen könnt. Diesmal lautet der Rabattcode STIP. Eine Insider-Abkürzung im IFP für alle, die dort ein Stipendium gemacht haben. Wenn ihr jetzt noch Fragen an Laura oder an mich habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram @deinweginDieMedien. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao. Medienwerkstatt Bonn.